Jugendwelle. Das ist die perfekte Welle. Das ist der perfekte Tag. Das ist der perfekte Tag. Hallo und herzlich willkommen. Radio Junior ist in diesem Monat eine Jugendwelle. Wir werden weiter die wichtigsten Themen für Kinder und Jugendliche aufbereiten und euch hier darüber berichten. Heute legen wir euch drei Themen ans Herz. Astrid erinnert uns an den Valentinstag vom Wochenende. Daria hat eine Liste mit den lustigsten Tätigkeiten in der Pandemie erstellt und ich, Cosmin, werde euch über den jüngsten Internetstar nach der Amtseinführung des neuen US-amerikanischen Präsidenten Joe Biden sprechen. Also spitzt die Ohren und lasst uns beginnen. Und nun stellt euch meine Kollegin Daria 10 Tipps vor, die euch während der Corona-Pandemie helfen sollen. Obwohl es schon ein Jahr her ist, seit die Pandemie in unserem Land erschien, fühlen sich manche von uns noch immer ängstlich. Um diese Unruhe zu beseitigen, können wir verschiedene Aktivitäten zu Hause praktizieren. Damit ist ein Motto gemeint: Mach etwas, was du magst. Und wir haben eine Liste von 10 Aktivitäten dafür erarbeitet. Es sind alles Tätigkeiten, die Spaß machen und dafür braucht man kein besonderes Hintergrundwissen. Unser erster Punkt ist Malen. Malen ist eine angenehme Aktivität, die Ruhe bringt. Nicht nur Kinder genießen es, Farben zu nutzen, um verschiedene Sachen zum Leben zu bringen, sondern auch Erwachsene. Es kann auch eine Familientätigkeit sein, die alle zusammenbringt. Für diejenigen, die keine Inspiration haben, empfehlen wir Malbücher. Sie sind nicht nur für Kinder und entfernen den Stress. Zweitens, für diejenigen, die etwas mehr Oldschool, also etwas von der alten Schule lernen wollen, es gibt viele Videos auf YouTube, die zeigen, wie man häkeln kann. Stricken, häkeln und mit Wolle arbeiten ist nicht leicht, aber kann Glück bringen und Spaß machen. Drittens, Lesen kann auch hilfreich sein. Bücher verhelfen den Menschen zur Realitätsflucht und das bringt manchmal Vergnügen. Es gibt alle Arten von Büchern, von Abenteuer bis zur Reportage, von voller Liebe bis zu kriegsorientierten Geschichten. Was für Bücher lest ihr gern? Schreibt uns bitte auf unsere Facebook-Seite. Viertens, wenn ihr aber keine spannenden Bücher wisst, sind Serien und Filme einen Klick entfernt. Shows können auch helfen, um die Angst zu beseitigen. Auf Netflix könnt ihr auch eine Party machen, wobei ihr mit euren Freunden dieselben Filme zusammen ansehen könnt. Und nun unser nächster Punkt. In schlimmeren Fällen, wo die Furcht hohe Töne schlägt, kann es hilfreich sein, Freunde oder Familienmitglieder anzurufen. Alle wissen, dass die Stimmen der Geliebten Ruhe und Freude bringen. Um sich nicht isoliert zu fühlen, kannst du telefonieren, über Skype chatten oder andere Videokonferenzplattformen nutzen, um mit Familie und Freunden in Kontakt zu bleiben. Sechstens, leg dir einen kleinen Garten zu. Selbst wenn du nur eine Fensterbank hast, kannst du dennoch etwas Grün in deinem Raum bringen. Gartenarbeit kann deine Sorgen entfernen, denn der Mensch fühlt sich am besten von der Natur umringt. Ein anderer Vorschlag, kochen. Die Pandemie verändert auch unsere Essgewohnheiten. Die gute Nachricht, viele Menschen kochen seit Corona häufiger selbst. Dank unserem Jahrhundert gibt es viele hilfreiche Rezepte aus dem Internet, die uns zur Chefküche machen. Kochen ist ein gesundes Hobby, welches wir nur lernen müssen. Achtens. Für diejenigen, die ihre Probleme selbst lösen mögen, ist die physische Aktivität die Antwort. Sport zu treiben kann etwas Faszinierendes sein, das deinen Körper verändert. Die Muskelaktivierung treibt die Freisetzung von Hormonen an. Die Glückshormone Dopamin, Endorphin und Serotonin machen dich happy und deine Laune steigt. Es gibt auch den Wow, was ich alles schaffen kann Effekt, der immer wieder Freude bringt. Als vorletzter Punkt, Podcast hören. Manchmal brauchen wir gar nicht so viele Aktivitäten, um uns besser zu fühlen. Es gibt eine breite Palette von Podcasts, die dich entspannen können. Unsere letzte Empfehlung, ein Weg, die körperliche und psychische Gesundheit zu verbessern, ist Yoga.
Die Pandemie ist für viele Menschen körperlich und mental eine Herausforderung. Es gibt verschiedene Yoga-Positionen, die in verschiedenen Situationen helfen können. Und zwar Yoga-Hilfe bei Schlafproblemen, Yoga-Hilfe bei dickmachendem Stress, Yoga-Hilfe bei Rückenschmerzen, Yoga-Hilfe bei akutem Stress, Yoga-Hilfe bei innerer Unruhe und andere. Habt ihr euch die Amtseinführung des neuen Präsidenten der USA angeschaut? Historische Momente, die in die Geschichte der amerikanischen Politik eingehen. Heute möchten wir aber nicht darüber berichten, wie Joe Biden auf der Familienbibel den Eid ablegte oder wie sich Lady Gaga angezogen hat, als sie die Nationalhymne sang, sondern über den eigentlichen Star des Ereignisses, US-Senator aus Vermont, Bernard Sanders oder Bernie, wie seine Anhänger ihn liebevoll nennen. Wer normalerweise bei derartigen Ereignissen alle Blicke auf sich ziehen will, setzt auf Klamotten. In diesem Sinne sind die Gäste wirklich feierlich zur Amtseinführung des neuen Präsidenten erschienen. Bei Bernie Sanders war das aber nicht der Fall. Wegen des kalten Wetters tanzte der Senator aus der feierlichen Reihe, indem er eine einfache medizinische OP-Maske, eine dunkelbraune Allzweckjacke und dicke, kuschelige Strickfäustlinge trug. Brandon Smialowski ist die Person, die das virale Foto geschossen hat. Er arbeitet für die Agentur France Presse und sagte, das Foto sei kein besonderes an sich. Es zeige aber einen besonderen Moment, ein Stück aus dem wirklichen Leben. Das Foto, auf dem Bernie so gekleidet saß, mit verschränkten Armen und Beinen auf einem Klappstuhl, wurde zum Internetphänomen und löste an den kommenden Tagen nach der Zeremonie eine große Aufmerksamkeitswelle aus. Die Medien beschäftigten sich mit dem Bild und die Outfitwahl des Senators wurde als grumpy chic, also muffelig chic, beschrieben. Das Foto hat auch die sozialen Netzwerke erobert. Auf Twitter oder Facebook kommentierten 100.000 Leute das Bild eines fröstelnden Senators. Es veranschaulicht die Kälte jenes Tages und bringt gleichzeitig viel Wärme in die Welt. Was wäre aber ein historischer Moment im Jahr 2021 ohne die heutigen Memes, also lustig witzigen Bildaufnahmen? Auf Social Media kursierten unzählige Fotomontagen, die Sanders in allen möglichen und unmöglichen Situationen zeigten. Es entstanden unzählige Memes unter dem Hashtag Bernie Sanders. Obwohl viele der Konzerthäuser und der Theater noch geschlossen sind, konnten die Schauspieler oder die Musiker dank der Photoshop-Kunst wieder einen Zuschauer haben, und zwar Bernie Sanders auf seinen Klappstuhl. Plötzlich wurde der gleiche Bernie eine wichtige Figur in mehreren Filmen, wie Dirty Dancing, Titanic oder sogar Star Wars. Bernie wurde in bekannte historische Bilder und Gemälde gesetzt, an der Seite von Stalin, Churchill und Roosevelt oder Zeuge bei der Geburt der Venus. Auch andere Politiker, wie der Premierminister Kanadas, haben das geschnittene Bild verwendet, um Vergnügen zu bereiten und mehr Einfühlungsvermögen und Verantwortung zu erwecken. Es gab sogar eine Webseite, die von einem großen Fan angelegt wurde und mit der man Bernie setzen konnte, wo man wollte. Die Webseite ist wegen der Kosten nicht mehr offiziell aktiv, sagt der Entwickler. Aber er wünscht den Besuchern trotzdem viel Spaß weiter, den Bernie auf neue Bilder zu setzen, indem man das Foto herunterlädt. Solange die Seite aktiv war, wurden insgesamt fast, pass mal auf, 10 Millionen Memes erstellt und veröffentlicht. Bernie Sanders' Reaktion auf diesen einzigartigen Internet-Hit der amerikanischen Politik viel bescheiden aus. Es handle sich um keinen Trend, sondern ums kalte Wetter. Er sagte weiter, er habe lediglich versucht, sich warm zu halten und darauf zu achten, wie die Zeremonie lief. Er erzählte auch von seinen Strickhandschuhen, wie die ihm von einer Lehrerin aus Vermont geschenkt wurden und dass sie aus recycelten Pullovern und alten Plastikflaschen hergestellt sind. Über Bernard Sanders wäre noch spannend zu erwähnen, dass er Mitglied der Demokratischen Partei ist. In einem Interview hat er sich selbst Sozialdemokrat genannt.
Sowohl 2016 als auch 2020 trat Sanders bei den Vorwahlen in der Partei der Demokraten für die Nominierung des Kandidats für die Präsidentschaft an. Er musste aber jedes Mal seine Bewerbung zurückziehen, wegen des Vorsprungs von Hillary Clinton bzw. von Joe Biden. Obwohl er ziemlich alt ist, genießt Bernie Sanders vor allem bei Studierenden ein hohes Ansehen. In seinem Buch betitelt Unsere Revolution beschäftigt sich Sanders mit verschiedenen aktuellen Themen, die seine Agenda als Politiker bilden. Er stellt sich gegen die aktuelle Oligarchie und setzt sich dafür ein, wie man die erfolgreich bekämpfen kann. Demokratie bedeutet, dass jede Stimme unabhängig vom Vermögen gleich viel zählt. Zitat: Demokratie ist das Recht eines freien Volkes, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Nicht Könige oder Zaren oder reiche Menschen, sondern ganz gewöhnliche Menschen kommen in friedlicher Weise zusammen, um über die Zukunft ihrer Gesellschaft zu bestimmen, schreibt er in seinem Buch. Wenn heutzutage der kostenlose Transport der Schüler und Studenten eine heiße Debatte in unserer Gesellschaft auslöst, dann ist es interessant zu wissen, dass ein wichtiger Punkt auf Bernies Agenda ist, dass öffentliche Hochschulen und Universitäten gebührenfrei werden sollten. Er stellt wichtige Daten zur Verfügung, die die Lage in mehreren Staaten reflektieren. Fast 70% der Studenten beenden die Hochschule mit Schulden. Die meisten Studenten sind noch abhängig von dem Einkommen der Eltern, was wirklich belastend für einkommensschwache Familien sein kann. Die finanzielle Situation wird der nächsten Generation übertragen und so müssen die Studenten, die ihr Studium bereits abgeschlossen haben, sich über viele Jahre hinweg eine ungerechte Schuldenlast aufbürden. Die Bildung sollte ein Recht und kein Privileg für die Reichen bzw. Belastung für die Ärmeren sein. So beendet Bernard Sanders sein umfangreiches Plädoyer. So vergesst diesen Namen der amerikanischen Politik nicht. Denn wer weiß schon, was die nächsten 4 Jahre in Übersee bringen. Und jetzt kommt ein Beitrag von Astrid über einen sehr wichtigen Feiertag im Februar. Jedes Jahr ist der 14. Februar eine sehr beliebte Feier. Und da hätten wir schon unseren Stichwort: Liebe. Denn es geht nämlich um den Valentinstag, ein Tag für und über die Liebe. Ein Tag, an dem Pralinen und Blumen verschenkt werden. Besonders die Frauen suchen sich schon einige Wochen vor diesem Feste das perfekte Kleid aus, um auf Veranstaltungen oder ganz einfach mit dem Liebsten ins Kino zu gehen. Es ist ein Fest, das besonders die Männer ohne Geld in der Brieftasche lässt. Aber das schönste Lächeln der Frauen ist es den Gentleman wert. Aus diesem Grunde meinen viele, dass der Valentinstag eine Erfindung der Floristen und Schokoladenhersteller sei. Dies stimmt aber nicht, denn der Ursprung dieses Festes liegt viel, viel weiter in der Geschichte. Deshalb möchte ich euch heute eine kleine Zeitreise anbieten, um den tieferen Sinn dieses Festes zu erkunden. Kurz gefasst ist der Valentinstag auf einen Bischof namens Valentin von Terni zurückzuführen. Um diese Persönlichkeit ranken natürlich viele Legenden, die mit der Zeit entstanden sind. So besagt eine zum Beispiel, dass er Soldaten verheiratet hätte, obwohl dies damals verboten war. Andere Legenden erzählen, er habe Blumen aus seinem Garten den Liebenden verschenkt. Kurz und gut, eins ist sicher, der Valentinstag wurde erst im 14. Jahrhundert als ein romantisches Fest der Liebenden betrachtet. Da aber diese Legenden über die Personen des Bischofs Valentin von Terni erzählen, schauen wir mal genauer hin, wer er eigentlich war. Er lebte im 3. Jahrhundert und war Bischof von Interamma, dem heutigen Terni in Mittelitalien. Dieser Bischof starb als Märtyrer. Er wurde, wie man erzählt, am 14. Februar 269 nach Christus hingerichtet. 200 Jahre nach diesem Ereignis wurde der 14. Februar als Gedenktag des Bischofs von der Kirche eingerichtet.
Dies ist eigentlich der Ursprung des heutigen Festes. Es gibt einige Legenden, die zur Bedeutung des Valentintags mitwirken. Aus einer der Erzählungen erfahren wir, dass Valentin von Terni ein Wunderheiler gewesen sei. Dadurch soll er viele Leute für den christlichen Glauben gewonnen haben. Dies brachte ihn in der Zeit der Christenverfolgung hinter Gitter. Während seiner Gefangenschaft soll er die blinde Tochter eines Aufsehers geheilt haben. Vor seinem Tode habe er ihr einen Liebesbrief geschickt, den er mit Dein Valentin unterzeichnet haben sollte. Es gibt aber auch weitere Theorien, um den Ursprung des Valentintags zu beschreiben. Im Römischen Reich soll der 14. Februar ein Gedenktag für Juno gewesen sein, die Göttin der Geburt, Ehe und Fürsorge. Zu diesem Anlass, erzählt man, wurden Blumenopfer gebracht. Die Frauen gingen an diesem Tag in einen Tempel zu einem Liebesorakel. Manche erzählen, der Valentinstag hätte den Ursprung bei den Lupercalien, das Hauptfest des Herodengottes Faunus in Rom. Dies geschah aber vor über 2000 Jahren. Es handelte sich hauptsächlich um ein Fruchtbarkeitsfest. Hauptthema war die Befruchtung des Landes, der Herden und der Menschen. Traditionell holten sich die verheirateten Frauen Ehesegen von den Priestern ab. Meine Lieblingslegende rund um den Valentinstag besagt, dass der Ursprung dieses Festes im Mittelalter ist, nämlich bei den Troubadours in Südfrankreich. Ritter übten sich im Minnesang, also im Singen der Liebeslyrik, wie wir es heute nennen würden. Diese Lieder wurden der verehrten Damen der Gesellschaft gerichtet. Heutzutage wird Valentinstag anders gefeiert, als man es früher zum Beispiel im Mittelalter gemacht hatte. Die Herren singen keine Lieder mehr, sondern führen die Damen lieber aus und beschenken sie. Es gibt aber natürlich verschiedene Traditionen weltweit. In Italien zum Beispiel bringen die Verliebten die sogenannten Liebesschlösser an Brücken an. Die Schlösser werden mit Namen versehen und sind ein Symbol der ewigen Liebe. Der Schlüssel wird natürlich ins Wasser geworfen. Man kennt aber diesen Brauch mittlerweile auch außerhalb des Festes und überall in der Welt. In Japan sind es Frauen, die die Geschenke für die Männer besorgen. Dunkle Schokolade wird dem Liebsten geschenkt, aber auch an Verwandte, Familie, Nachbarn oder sogar Chefs. Einen Monat später müssen die Männer aber auch eine kleine Freude der Frauen vorbereiten, nämlich weiße Schokolade. In Schweden ist es üblich, rote Weingummiherzen zu verschenken. Allerdings wird dieses Fest erst ab den 80er Jahren gefeiert und ist unter dem Namen Tag aller Herzen bekannt. Wie feiert ihr denn diesen Tag? Liebe Zuhörer, unsere Sendung ist schon wieder am Schluss. Hoffentlich haben euch die heutigen Themen gefallen. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund. Tschüss und bis bald mit Astrid, Daria und Cosmin. Jugendwelle. Das ist